Und zwar jetzt und auch ich grüße alle Zuhörer. Ich bin's euer Odo und das ist mein Let's Play Crusader Kings 2 gemeinsam mit Schweiger. Hallo Schweiger. Ja, grüß dich. Ja, dann hätten wir das auf meiner Aufnahme auch drauf. Ausgezeichnet. Das ist schon die 31. Aufnahme von mir. Ist dir das klar? Das heißt, das ist unsere elfte Session. Bei der ersten Session haben wir nur zwei aufgenommen. Ja, es ist echt Zeit, dass wir vernichtet werden, gell? Ja, ja. Das dauert schon. Ich bin, was mein eigenes Fortbestehen anbelangt, ein bisschen skeptisch. Hike im Norden wird irgendwann einmal, glaube ich, ein Untergang werden. Meinst ich du? Das Gefühl, ja. Ja. Außer ich schaffe es eine zweite Region. Das ist so eine Sache. Ich habe momentan, es ist mein über Jahrzehnte anhaltender Lehnsherr, Emir al-Allah, der Alte, ist am Ende, ist verstorben, kürzlich. Sein Sohn befindet sich noch in Heide. Und das bedeutet, dass meine schwachen Kriegsgründe, von denen ich offenbar jede Menge gegen ihn habe, gegen meinen Lehnsherrn, momentan aktiv sind. Ich könnte ihm den Krieg erklären, wenn ich wollte. Nur bin ich momentan auch sehr schwächelnd. Ich bin zweimal gefangen genommen worden in den letzten Jahren. Das hat mich teuer wieder ausgelöst. Und meine Armee ist momentan zusammengeprügelt. Das heißt, meine Manpower ist ein bisschen schwach. Das ist jetzt so eine Sache. Ich könnte warten, bis sich meine Manpower wieder auffüllt. Aber dann riskiere ich, dass sich inzwischen auch mein Lehnsherr konsolidiert, was seine Herrschaft anbelangt. Oder ich könnte versuchen, den Krieg zu erklären, was ein schnelles Game Over für mich gibt. Ich meine, jetzt nicht sofort, aber doch mittelbar recht bald ein schnelles Game Over für mich bedeuten könnte, wenn das nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und wie viele Truppen hast du? Um die 1000. Und wenn ich noch zuwarte, könnten es 1500 werden. Mein Lehnsherr ist ungefähr im selben Bereich. Ja, stimmt. Ich sehe es gerade. Wobei beim Lehnsherr noch dazu kommt, er hat nur zwei Verteidigungspakte anderen Leben. Einer davon ist gefangen und hat. Nein, wer ist dieser andere? Das ist eine Frau, die hat einen Pakt. Das ist ein bisschen seltsam. Naja, vielleicht über seine Frau mit. Nein. Weil ich sehe der andere eher, der hat 2000. Ich das ist der südliche Punkt. Wenn er in den Krieg eintritt, ist der für mich nicht zu gut. Ja. Ich kann aber davon ausgehen, dass er eintritt in den Krieg. Ich weiß nicht, was mit Defizit ist. Ich habe außerdem, wenn du dich erinnerst, war ich letztes Mal ein paar Mal auch, hatte ich Schulden und dadurch zwei negative Events in meinem Land eingetreten. Eines davon ist mir relativ wurscht, aber das eine ist eine Highway Rubber Band. Ja, die sind unangenehm. Das heißt, 30% vermindert. Ich könnte warten, bis sich die auflöst, was ich nicht abschätzen kann, wann es soweit ist. Dann hätte ich mich wieder voll zur Verfügung. Dann würde mich eher trauen und ich glaube, das werde ich auch machen. Aber da kann es dazu führen, dass ich in dem, also das nie jetzt kommen werde, um zu erklären. Weil ich glaube, die Kriegsgründe sind sofort weg, sobald der ihn ja aus seinem Versteck kriegt. Ich schaue gerade, wir haben in den Osten gerade zwei Kriege. Wie viele führst du? Was? Ich habe gerade. Achso, oh ja, warte mal, ich habe auch zwei Kriege, stimmt. Die Revolte. Und ja, ab da ist der hier, gell? Ja, und der Krieg gegen die Kleinen da oben, gegen die ihr eh auch Krieg führt, oder? Ja, da geht's. Ja, genau. Da wird. Da gewinnen wir. Da geht's das um ist das ein Emirat. Holy War. Ja, da geht's um das Emirat selbst. Da werden wir angegriffen und wenn wir den verlieren, dann wirst du Teil von. Dann geht mein Emirat an das Königreich von Aran. Aber die scheinen wir zu gewinnen, den Krieg, an und für sich. Ja, das schaut relativ gut aus, aber der führt momentan dazu, ich glaube, wegen dieses Krieges und des vorangegangenen Krieges gegen Hike befindet sich mein Emir
Oder versteckt es sich? Ias, den Namen muss man merken, es ist 26, es gibt Prozent, ist der Dieses, ich sehe gerade, die syrische Revolte wird ja gar nicht von Syrien angeführt, sondern von irgend so einem jemenitischen Staat. Ja. Ja, So. unglaublich. Ich habe übersehen, dass ich dein Fenster nicht auf YouTube Plus eingestellt hatte. Das habe ich jetzt nachgeholt. Gut, oder auch nicht. Ja, ich habe zwar jetzt momentan keine Übersicht, aber von mir aus können wir das Spiel starten. Ja, machen wir. Ich meine, ich habe meine zwei sechsjährigen Söhne, die Zwillinge, habe ich jetzt gerade einen Guardian zugeteilt. Dem einen einen Meisterdiplomaten, dem anderen einen Meisterspion. Schauen wir mal, vielleicht entwickeln sich die ja noch zu irgendwas sehr Gutem, wo mein Nachfolger dann mal was mit dem anfangen kann, weil die zwei werden sicher nicht meine Nachfolger. Ach, der Emil will mich jetzt zum Kanzler machen. Naja, ich weiß nicht, ob ich ihm als Kanzler den Krieg erklären kann. Ich nehme es mal an. Ich nehme an, ich kann das absagen. Zwecks. Ja, du kannst, glaube ich, eh, also du kannst eh jederzeit, glaube ich, von dem Ding wieder raus, oder? Von Ja. dem Naja. Übrigens. Posten. Das wird mich wahrscheinlich nicht interessieren, aber ich erzähle es ja trotzdem. Ich war neugierig und habe in schlauen Büchern und nachher dann auch in Wikipedia nachgeschaut, was Haig eigentlich war. Und De was war das? facto, Haig ist Oh de ja, das facto das interessiert mich schon. Königreich Solche Armenien. Sachen interessieren mich. Was? Entschuldigung? Das Königreich Armenien ist Haig. Ah. Tja. Und es ist ein Dorn in der Seite des Kalifats. Ja. Und diese ganzen anderen Mini-Staaten drumherum, sind die Teil vom Königreich Armenien dann gewesen? Vasallenstaaten oder so irgendwas? Nein, ich hab mein Buch ausgepackt über die arabische Geschichte. Aber habe noch nicht so viel gelesen. Vielleicht dürfte es wirklich so gewesen sein, in der Frühgeschichte mit der arabischen, des Islams generell wahrscheinlich. Ich fürchte, Die ich habe dich arabische nicht. Eroberung, nein, die arabische Eroberung ging zwar schnell vor sich, war aber sehr dezentral. Und das heißt, es gab zwar Kalifen und auch die Geschichte des Kalifats ist durchaus interessant, aber was nominal beherrscht wurde, war oft real sehr selbstständig oder unabhängig. So, darf ich nur ganz kurz in Pause gehen, weil Natürlich. mein erstens mal Sie. hat mein Neffe schon wieder ein Kind. Das wird immer schlimmer. Meine Familie wird immer riesiger. Und ich muss mir was aussuchen für unsere Traditionsfraktion. As the faction members gathered in Albatia, a murmur of discontent spread. My attempts to address the faction were met with cheers and jibes. And it soon became clear that my leadership of the faction was being challenged through a vote of no confidence. Wenn ich. Ich kann Step Down voluntarily, dann kriege ich 50 Prestige, verliere ich 50 Prestige. Aber ich kann natürlich auch sagen, I fear no vote. Dann wird's schlimmer. Dann machen wir das doch glatt. Bitte. Klar, machen wir es schlimmer. Was soll schon passieren? So, ich habe noch einen Sohn, der Ich bin unverheiratet alt ist. und grau, ich habe 1000 Prestige. Ich schau mal, ob ich einen Verwandten des Sultans finde, der die heiraten will. I easily defeated the upstart challengers. Wer war der upstart challengers? Tja, mein Sohn, ist das arg. I easily defeated the upstart challengers und krieg 50 Prestige, bitte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, können wir jetzt mit dem richtigen Zeug anfangen? Das heißt, können wir jetzt. Ah ja, dachte ich's mir. Nein.
Hälfte davon. Ah, Gott, die mögen den Emir einfach, das ist fürchterlich. Ich hasse sie alle. Ja, okay, ich werde ihn supporten. Zu meiner Zeit wird dann nichts mehr draus. Ich habe irgendjemanden schreien gehört. I have decided to. Ja. I will pray in a speech. Prepare financial aid. I will suggest we provide a show of support. Ha, das machen wir. Wir werden eine Show of Support für unseren Emir machen. Bist du ein rückgratloser Speichellecker? Ja, bin ich. Irgendjemand ist an meinen Hof gekommen. Und zwar eine von meinen Töchtern, deren Mann gestorben ist. Verdammt. Und die muss ich gleich wieder verheiraten. One by one, bla 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 bla. The proposal passed. Na schau an. Ich weiß zwar nicht genau, was das Büro jetzt gemacht hat. Mein Lehnsherr will mich wieder zum Kommandanten machen und ich frage mich, ob ich das wieder annehmen soll. Das hat mich zweimal in den Knast gebracht. Ja, ah, ich muss passieren. Ich, warte mal, wir haben plötzlich einen neuen Krieg, sehe ich gerade. Es sind ein paar Dinge jetzt passiert. Ja, das ist gut. Während du das machst, kann ich in der Zwischenzeit meine Tochter, die heimgekommen ist, wieder verheiraten. So, was passiert ist, ist, dass Hayek den Krieg erklärt hat wieder. Es geht auch um das Emirat. Das heißt, mein Emirat wird jetzt von beiden christlichen apostolischen Königreichen angegriffen. Das bedeutet, ich werde sicher nicht Kommandant werden. Das ist die kleine Ich. Ich will mich nicht nochmal von Hayek gefangen setzen lassen. Außerdem habe ich eine Message bekommen. Babak? Was ist Babak? Das ist nicht meine Hauptstadt. Da ist Babak. Jedenfalls die Nachricht lautet: Babak will soon be surrounded by an enemy army. I must decide whether I will leave, lest I tarry too long and be caught within the walls. Was? Adabaigan? Was ist Adabaigan? Deine Provinz ist aber nicht Adabaigan, oder? Warte mal, das ist scheinbar der Name. Meine Tochter ruft gerade an, die ist nämlich heute im Theater. Ich muss rangehen. Ja. Ich bin kurz weg. Alles. Ja. Da bin ich wieder. Ich habe sie gehört. Wann kommt sie in circa? Ich habe keine Ahnung. Sie wird nur, wenn sie kommt, nochmal anrufen, damit ich ihr die Tür aufmache, damit sie nicht anläuten muss, weil sonst weckt sie die halbe Belegschaft auf. Ja, ja. Also, Adharbaigan ist scheinbar der armenische Name für das Arztemirat. Also, das heißt, sie haben dem Kalifat den Krieg erklärt. Er hat über 12.000 Mann. Das ist extrem viel. Außerdem
Schaffe ich es wahrscheinlich trotzdem wieder gefangen genommen zu werden. Ich habe mir gedacht, das ist harmlos, ich lasse mich zum Kanzler ernennen des Emirs. Damit bin ich nach Tabriz gewandert und Tabriz wird bombt sofort belagert. Beziehungsweise Babak, das ist die Hauptstadt der Region Ja, klar. Tabriz. Und jetzt habe ich die Option, dass ich versuche zu entkommen, mit guten Chancen, oder ich bleibe zurück, da kriege ich Prestige und Pietät und alle möglichen Verbesserungen, aber wenn die Stadt eingenommen wird, bin ich wahrscheinlich wieder gefangen. Und ich werde jetzt davonlaufen und beten, dass sie mich da erwischen, aber schauen wir mal. Ich fliehe jedenfalls. Ja, du hättest eh noch einen Sohn, der übernimmt, oder? I make the preparations for my escape as quickly as I dare, and then dash to the walls of Urmia. Beyond, I see the forces of Bak, who are already fully encircling us. There can be no escape now. I am trapped. Shaitan curse my luck. Bist eigentlich ein armes Schwammerl. Man muss dazu sagen, Also ich sitze in deine Tabriz Position, fest. deine Position, wo du gerade bist, ist auch ein bisschen doof. Na, ich habe ja bis jetzt überhaupt nicht mitgespielt. Aber ja, jetzt koste ich das aus, was ich bis jetzt verbürgt habe. Halt. Ja. Na gut, ich sitze in Tabriz Das fest. Das sind Schöne belagern ist. momentan nur 400 Truppen, aber ich sehe in Haik mehrere tausend Leute herumlaufen, die sich wahrscheinlich irgendwo treffen und dann gemeinsam bei mir kommen. Ich Dafür habe keinen Plan. habe ich etwas gemacht, was vielleicht auch nicht so toll, also in gewisser Weise ist es natürlich schon toll. Ich habe meine Tochter, die nach Hause gekommen ist, verheiratet oder versucht zu verheiraten und das scheint auch durchzugehen und zwar mit dem Kalifen. Der ist gerade Nein. 14 geworden und er hat gesagt, ja, würde er nehmen. Oh, das wäre aber nett, ja. Es könnte der, Ich ich könnte der versuche gerade, ob. Schwiegervater, ich könnte der Schwiegervater vom Kalifen werden. Ja. Ich Ich bin finde mir nicht das sicher, ob das klug bemerkenswert. ist. Ja, das ist halt Aber meine Heiratspolitik. momentan geht das trotzdem bei mir beim einen Ohr rein und beim anderen raus. Du Ich frage meinst, mich, wie ich weil aus meiner du. Patsche rauskomme. Ja, Das. das Problem ist, mir wäre es auch recht, wenn du nicht da verlieren würdest, weil, um ehrlich zu sein, ich hätte ganz gerne, dass das Abbasidenreich größer bleibt, wenn ich jetzt schon mit dem Kalif verheiratet bin. Es kann wirklich sein, im besten Fall, dass ich bald zu Hype gehöre. Und Ja. mich frage, Christ zu werden. Das würde Ja, mir. das ist, es gibt Schlimmeres, glaube ich. Du könntest auch, keine Ich Ahnung, setze fort. Hinduist werden. Ja, mach weiter. Ist das recht, ja. Was glaubst du, wie viele Götter du dir dann merken müsstest, wenn du Hinduist werden müsstest? Kann ich mich verstecken auch? Nicht Na, schlecht. go into hiding geht momentan nicht. To the raffish with Muhammad al-Afshin. May you live in harmony and was? Today my half-brother Yusuf asked me for a thief. Nein, noch immer nicht. May you live in harmony and get married. Perfekt, perfekt. Ist sie wenigstens gleich seine erste Frau? Ei. Meine Tochter ist die erste Frau des Kalifen. Will I rule one day? If you deserve it, you shall. Warte mal ganz kurz, ich muss irgendeine Entscheidung treffen, bei der ich ein bisschen denken muss. Mein Kind nervt dich, das ist alles, oder? Ja, irgendein Kind nervt mich. Ich weiß noch nicht einmal, welches Kind das ist. Es ist nicht mein Sohn. Ich glaube, der ist der Sohn von meinem Neffen. Hushya asks, will I rule one day? Und ich kann antworten, if you deserve it, you shall. Und, oder, no you won't, silly child. soll ich ihm ehrlich antworten? Dann wird er entweder envious, humble oder slothful. Wenn ich ihm freundlich antworte, wird er entweder ambitious, diligent oder gregarious. Was ist Du diligent? schaust schon wieder nur auf Ja, ich die weiß. Ja, Werte. ich weiß. Bin ich selbst honest? Ich weiß gar nicht. Bin ich honest? Paranoid bin ich. Arbitrary, gregarious.
Honest, ja, ich bin honest. Okay, ich antworte. Dann antworte ich honest. Er ist slothful geworden. Finde ich gut. Sehr gut. Habe ich gut gemacht. Okay, ist Sloth eigentlich das Faultier? Ja, ja. Sloth ist das Faultier. Und slothful heißt, glaube ich, Faulheit oder so irgendwie, oder? Das ist eine von den Todsünden. Würde da passen. Oder Trägheit, glaube ich, heißt es. Auf Deutsch. Du erinnerst dich auch düster. Letztens ist meine Erstfrau gestorben und meine Zweite von haben sie ein bisschen so herumintrigiert, wer jetzt neue Erstfrau werden soll. Ja. Jedenfalls eine von denen ist jetzt schon. Ist das okay für dich? The world is a dangerous place and devious plots are everywhere. Rumors have reached you. Nein! 5000 Truppen rennen Richtung Urmia. This is worrying. Ich stelle meine Truppen nicht auf. Das ist chancenlos. Was? Bushia will noch irgendwas. Oh, das heißt, es ist ein Nose. Okay. Es sind inzwischen 10.000 Truppen. Alter Fuchs. Oh mein Gott. Ich könnte den ihren Hushia zu einem Sealot machen. Aber ja, der soll im Koran lesen. Das ist gut für ihn. Okay, Urmia wird jetzt von 10.000 Armeniern belagert. Naja, sei froh, dass du in Tabriz bist. Dort dauert die Belagerung sicher länger. Mit seinen 430 Belagerern. Ja, das ist echt, aber es ist wurscht. Die Dauer dort verloren. Vor allem, das Lustige ist sogar, wenn das ganze Kalifat mit voller Macht sich wehren würde, die hätten nur halb so viele Truppen. Ja, ich weiß nicht, was das Kalifat überhaupt gerade macht. Ja, vermutlich gegen die Rebellion sich wehren, aber wo? Wieso ist die Tradition Faction nun neutral? Nach welchen Prinzipien funktioniert das? Ja, also gegen Hulk verdient er sowas von. Ja, aber das haben wir schon ein paar Mal gesagt und dann haben wir nicht verloren. Okay, ja, wir verlieren. Bist du schon gefangen gesetzt? Ich sehe gerade, dass Tabriz gefallen ist. Ja, ja. Du bist gefangen gesetzt? As enemy soldier, das kenne ich schon. Stream into the room, I have no choice but to surrender. Da bin ich schon... voller Profi. I'm at the mercy of Tagara, Saha, Sevada auf Aran. Nein! Das ist jetzt nicht einmal noch der Armenier, sondern der andere. Der hat mich gefangen gesetzt. Mein Sohn ist mein neuer Regent. Ist er auch gefangen genommen, wird, wenn Urmia fällt. Ist nochmal Steward. aber irgendjemand will ein neuer Steward werden. Was kann der? Steward 14? Und was ist der andere? Vater. Stuart 13. Der ist stärker. Woher habe ich den? Wieso habe ich einen besseren Stuart da bei der Hand? Aber ja, machen wir den zum Stuart. Passt schon. Warum kann die Familie nicht ihn zu halten schicken? Weiß ich nicht. Würde ich nämlich sehr gerne. Die werden nämlich alle gleich gefangen gesetzt wieder. Ich habe kein Geld, um sie zu befreien. Bist du, also in diesem Krieg haben wir überhaupt keine Chance. Das Interessante ist noch dazu, dass wir den ersten Krieg jetzt doch auch noch verlieren werden, weil wir überhaupt keine Truppen haben, um uns zu wehren. Im Wesentlichen geht es nur darum, wer von den beiden Angreifern früher 100% Frieden kriegen wird. Oh. Das gefällt mir nicht. Das klingt nicht gut zumindest, sagen wir es mal so. Ein Camel Training Ground. Das klingt cool. The Imam accused a couple of villagers of blasphemy. Darf ich mal das kurz durchlesen? Okay. After he heard them take Allah's name in vain, the blacksmith did it. When he hit his thumb with the hammer, the stable master, when a horse kicked him, and the cook, when a rat fell into the stew. Blech. So what?
Oder a couple of days in the dungeons should be fine. Da kriege ich Piety. Was ist so what? Da und. Ja. Okay. Only the cook should be punished. I could have been poisoned. Das klingt gut. This option is available because you have the arbitrary trait. Ja, das nehme ich. Das bringt nämlich sogar noch mehr Pietät als das andere, was ich cool finde irgendwie. Ich habe den Koch eingesperrt, weil er eine Ratte Die keine Ratte Ahnung. hieß Rick. Ja, Ratte ist besser als Schwein. Vielleicht kommt die Pest und rafft alle Angreifer die Truppen hinweg. Das ist ungefähr die beste Hoffnung, die ich momentan habe. Camel Training Grounds, was können die? Plus 80 Kameltruppen, aber ein bisschen weniger Infanterie und Archer. Das ist ziemlich cool. Und das kostet mich kein Tax Income. Aber Training Grounds wäre auch nicht schlecht. Das ist plus 10% Moral für die Armee, plus 10% Level Reinforcement Rate und Retinue Size 20, plus 20. Was ist die Retinue Size? Retinue ist so Anhang Leibwache, würde ich jetzt sagen. Ich Also überlege, Leibtruppen. also ich habe nämlich gerade wieder etwas mehr Geld. Und ich überlege gerade, in was ich das Geld investiere. Ich überlege, ob ich warte. Garrison Size plus 2%. Also glaube ich Military heißt Retinue. Technology Spread plus 2%. Das klingt gut. Ich glaube, ich werde warten auf die Casper. Da habe ich nämlich auch eine Level Size von plus 10%. Die Kasper 2 meinst du? Ja, genau. Die Casper 1er hast 2, du die schon. 1er habe ich schon. Ich weiß echt nicht, ob das gescheit ist. Vielleicht sollte ich auch die anderen Übrigens, Provinzen gleich sind alle meine anschauen. Leute gefangen. 8,5% nur noch Moral. Autsch. So, schaut mir dann live an, wie alle gefangen gesetzt wird. Warte mal. Gut, dass eine meiner Töchter immer noch gefangen ist. Kann nicht gefangen gesetzt werden. Na, vielleicht mache ich doch was Ja, anderes. wirklich alle gefangen. Mein Sohn ist Gefangenschaft gekommen. Was ist mit deinem Sohn? Meine Frau war ja schwanger, aber die ist einen Tag vor der Geburt gefangen gesetzt worden. Jetzt ist ihr Sohn in der Gefangenschaft von So, ich bin gerade geboren. gestorben. Okay, wir passieren einmal. Ja. Jedenfalls ist mein Sohn jetzt am Armenier und apostolischer Christ, deswegen. Okay, wenden wir uns anderen Dingen zu. Wie geht's dir? Ja, ich bin tot, es lebe ich. Ich habe einen neuen Heir, nämlich Putschmann Divdat. Der schaut hässlich aus. Natural Death. Naja, gut, ich war schon alt. 57. Wahrscheinlich bin ich erstochen worden oder so. Diphtat, hieß dein Großvater nicht auch Diphtat? Ja. Also, ja, mein Großvater hieß auch Divdat. Okay, gut, ich muss jetzt irgendwelche neuen Leute Ja, einstellen. in letzter Zeit. All diese Leute sind nicht mehr meine irgendwas. So, ganz kurz. Sheikh Mohammed Al-Afshin is with the Houris in Paradise at age 57. He died a natural death, although not especially blessed. We hope Mohammed Al-Afshin will find peace in the afterlife. Na gut. Sheikh Divdat, a godly man, Divdat is sure to impress the Imams with his extensive knowledge of the Quran. Long live Sheikh Divdat. Das Schöne ist. Okay. Das Schöne ist, der gute Sheikh Divdat
hat einen Haufen Zeug mitgebracht. Au, ich habe meine Domain verdoppelt dadurch, weil der hatte selbst drei Domänen schon. Weil der hat eines geerbt und zwei habe ich ihm vorher schon geschenkt. Jetzt hat er zwei zu viel. Jetzt hat er zwei zu viel, aber der hat im Gegensatz zu seinem Vater einen guten State Stewardship-Wert, nämlich 18. Ja, weil er ein Widerstouched ist. Ich habe darauf geachtet, dass der ein hohes Stewardship hat. Und ich werde wahrscheinlich ich werde meinem Sohn wahrscheinlich wieder irgendetwas übergeben. Mit Berater steigt die State Stewardship und die Zahl der Domains, die man haben kann, nicht an. Ich glaube nicht, nein, das muss Es da, ist nur deine eigene das und ist nur die die eigene Ehefrau, und die Ehefrau. ne? Genau. Und meine Ehefrau hat auch Stewardship 13 immerhin. Bist du Ja, und wahnsinnig? eine Gut mächtige ausgesucht. Stimme. Gut ausgesucht. Ja, was machen wir als 35 bist du erstes? schon. Ja, ich bin schon relativ. Ja, ich bin halt. Mein Vater war halt relativ. Mein Sohn ist auch mittlerweile schon 19. Das heißt, dem kann Ui, ich schon Mann. was geben. Dem kann ich schon ein Lehen geben. Er ist schon verbildet. Er ist ein Fortune-Builder, ist auch nicht schlecht. Was ist ein Khorasani und nicht Parsi? Interessant. Im Endeffekt sind sie alle Iraner. Wie schon gesagt, ich weiß noch nicht so genau, was ich. Ah, ich kann in Technologie Advance investieren. Das klingt interessant. Ah, wenn ich jetzt eine neue Hauptstadt habe. Ja, genau. Ich wollte die Hauptstadt auch verlegen. Und zwar nach hierher. Kadesia. Und zwar deswegen, weil da kann ich noch ein drittes Holding dazu Das war bauen. die ursprüngliche Das war die Hauptstadt, oder? ursprüngliche Hauptstadt, genau. Aber ich kann es nicht zur Hauptstadt machen, warum nicht? Wohin hat er seine Hauptstadt verlegt? Warte mal, wo habe ich meine Hauptstadt? Wo sehe ich, wo ich meine Hauptstadt habe? Scheikhdem of Fayd. Al-Jauf. Hafa. Al-Batir. Kadisha. Oh, ich habe die Moschee. Die werde ich hergeben. Fayed Auf dürfte die jeden Hauptstadt sein. Fall. Fayd ist die Hauptstadt, ja. Current Capital. Wieso kann Wow, ich das das. 80, du nimmst 80 Schilling pro Jahr ein. Aha. Wow. Ja, wir sind reich. Wir sind reich. Okay, warte mal. Die Moschee werde ich irgendjemandem vergeben jetzt mal. Irgendeinem treuen. Nein, zuerst mache ich meine Dings. Zuerst mache ich meinen Council. Schauen wir mal. Meinen Onkel könnte ich zum Grand Vizier machen. Das ist gut. Der muss Mag er schon. dich? Ich mag er dich Er mehr als mag deinen mich auf Vater. jeden Fall mehr als meinen Vater, ja. Und wir schicken ihn gleich einmal. Zum Emir. So, dann den Marschall, der hat derzeit Stärke 6, da wird es ja wohl einen besseren geben. Tatsächlich habe ich einen Typen mit Marschall 19, und zwar meinen Sohn, meinen Zweitgeborenen. Bist du wahnsinnig? Das ist gut, viele Kinder zu haben. Okay, ich will aber da das machen dann. Ich will daher. So, als Steward haben wir meinen zweiten Sohn. Mal schauen, ob wir da auch was Besseres haben. Jo. Mein zweiter Sohn wird sowieso jetzt dann irgendwas zu. Wird sowieso jetzt gleich dann irgendeine Provinz kriegen. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm Al-Jauf oder Haffa geben soll. Was sagst du? Beide. Meinst du? Ich werde die Moschee auch hergeben, dann habe ich vier Domains. Die Moschee gebe ich aber irgendjemand anderem. Das ist mir wurscht, die behalte ich mir nicht in der Familie. Salman. So, Spy Master. Study Technology.
Sochi in Konstantinopel. Upsi, das war zu nah dran. Was? Das ist. Gut, und den Kordiman kann ich nicht ändern, obwohl den will ich auch gar nicht ändern. Der hat nämlich ein Learning von 20, mein Kordiman. Das ist ja irre. Den will ich auf immer und ewig für meinen Freund haben. Ich hoffe, er wird ewig alt. So, warte mal, aber wenn der 20 hat, vielleicht kann ich dann jemanden zu meinem Glauben transferieren. Wie mache ich das? Proselytize, oder? Ja. Der hat immerhin Sind die einen Regionen nicht alle 13,5. sunnitisch? Ja, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich hatte Sind sie? vorher mal. Ach so, Nein, nein. Kadisia ist schiitisch. Convert a province. Das könnte ich machen. Gain two stewardship und one learning. Puh, das wäre cool. Mach ich doch glatt. Ja, Wenn aber ich dann. glaube, das ist sehr schwierig oder kommt mir passiert nur sehr selten. Naja, ich habe eine 13-prozentige Chance mit ihm. Wow, das ist ja.